Willkommen zurück zu Sonic Colors! Ja, wir sind hier immer noch im Strike Coaster! Also, was ist der Strike Coaster? Das ist eine Mischung aus Freizeitpark-Attraktionen, wie zum Beispiel Riesenräder und Achterbahn und natürlich auch Galaxy. Wir sehen ja im Hintergrund die Asteroiden da rumschwirren und, naja, der Planet Mobius ist auch am Start. Ich denke mal, das ist ja da der große Planet, den man da im Hintergrund sehen kann. Und ich würde sagen, wir fangen mal an. Oh, voll die creepy Mucke, ey. Ist doch keine Gruselwelt, Mensch. Das ist der Asteroid Coaster. Hier soll man sich amüsieren und nicht Angst bekommen. X2, Asteroid Coaster. Okay. Es geht steil bergauf mit Karriere. Episch. Und wir haben hier sofort erstmal den neuen Wisp. Den Mega Wisp, so nennt er sich. Den kann man einfach alles wegfressen. Kann man auch diese komischen Blöcke schnell zerstören. Oh, hier ist der Wandsprung verlangt. Also diese Map, diese Level, der erinnert mich schon so ein bisschen an den einen aus Planet Wisp, wo es auch mal um so einen Turm herum ging. Ich denke mal, diese Level-Idee, diese Grundidee wird hier auch wieder verwendet. Ist ja nichts Schlimmes. Können Sie ja ruhig machen. Ne, ich will lieber oben lang. Oben sieht cool aus. Was hab ich denn da jetzt gepoundet? Was war das jetzt? Ich hab nichts falsch gemacht. Okay, gehe ich halt unten lang. Meine Fresse. Kann's auch Sonic nie recht machen, ey. Mann. War's nicht richtig? Geht da einfach mal in den Abgrund oder was? Oh mein Gott. Wandsprung like a boss. So, dann machen wir jetzt mal die Assis hier kalt. So, dann möchte ich jetzt aber auch mal wissen, wo ich da lang soll, ne? Wäre schon ganz gut zu wissen. Nur mal so als Wandinfo. Aber. So, was? Der Shit geht weg. Alter, ihr seid doch nicht mehr zu retten, ey. So schnell, da konnte ich ja gar nicht mehr gucken, ey. Alter. Oh! Apropos schnell, ne? Gehen die Synchronen los, ey. Alter, ich kann's nicht fassen. Sonst gehen die auch mal separat. Also wenn ich vor diesen Dingern stehe, dann wollen sie mich natürlich in den Abgrund schieben. Aber dass dann der andere auch noch losging, das war mir unerklärlich. Ey, fuck, das ist gar nicht so einfach hier, das Level. Ich meine, das ist ja auch die letzte Welt, ne? Aber trotzdem. Okay, das war jetzt mein Fail. Das tut mir leid. Oh mein Gott! Fail-Parade vom Feinsten. Ja, ich denke mal, wir werden diese Zone in diesem Part nicht mehr abschließen, wenn das so weitergeht. Was ich eigentlich wollte, aber boah. Wenn Sonic keinen Bock drauf hat, ne? Dann lassen wir ihn mal. So, jetzt will ich aber skillen hier. Concentration. Laber nicht immer Bullshit. Konzentriere dich lieber aufs Spiel. Jetzt bin ich mal gespannt. Genau, so will ich das wieder sehen. So, jetzt müssen wir hier ganz schnell sein. Wow, lass mich! Yeah. Jetzt kann man mal ein Checkpoint kommen und diese Plattformen gehen alle ganz schnell weg. Hoch da! Schwing dein Ding! Schwing deinen Allerwertesten. Was ist das? Da will ich runter. Das sieht cool aus. Oh, aber sehr riskant. Ein roter Ring, wo man schnell wieder hoch sollte. Ja, aber ist machbar. Alles machbar! Ja, Nachbar! Gut. Oh, ich will jetzt echt nicht runterfallen, ne? Den ganzen Shit nochmal. Ey, nee, das kann meine Oma noch machen. Jetzt müssen wir auf diese Dinger auch noch drauf. Ja, hier habe ich privat gefailt, das weiß ich noch. Bin ich zu spät gesprungen oder was? Und dann hat der Oberste mich dann da runtergeschoben. Boah, einmal rundherum! Ey, wie cool sieht das denn aus? Hä, wieso gehst du jetzt wieder zurück, Sonic? Bist du verrückt? Dann nimm halt die Turbo, wenn du es sonst nicht schaffst. Ich dachte, du bist der schnellste Igel, dann schaffst du auch so billige Passagen da, oder? Was ist das denn, der Planet Pluto? Der ist doch gar kein Planet mehr. So, der ist so klein, der zählt heutzutage schon gar nicht mehr als Planet. Aber ich sag trotzdem immer noch Planet Pluto. Oh, Meteoritenalarm! Alter! Sag mal Meteorit, ich weiß, das sind glaube ich Asteroiden, aber naja. Nicht ist es das gleiche. Los, Hütchen! Hast du Knochen? Naja, nicht ganz, aber lecker. Röhren mit Chemikalien drin. Das schmeckt glaube ich auch ganz gut. Om nom nom! Und nur so kommen wir hier weiter. Was? Wie komme ich denn da ran?
Wahrscheinlich mit einer gut gezielten Stampfattacke, so ist es. Nice. Wow, wir haben bis jetzt alle roten Ringe. Interesting. Wow, wow, wow. Voll die Stacheln. Akupunktur wollte ich dann doch noch nicht. Oh, hier war ein ganz schwerer roter Ring. Hier waren viele schwere rote Ringe. Die hole ich definitiv nicht. So sehe ich bestimmt nicht aus. Das dürfen wir uns hier nicht runterschieben lassen. Wie gesagt, sowas gab es auch in Mario Galaxy. So eine Idee hier mit runterschiebenden Sachen, das gab es wirklich in Mario Galaxy. Nicht in Sonic 1. Da gab es das mit der Schwerkraft nur. Achso, die Plattform, die bringt uns nach unten. Und diese zerquetscht uns oder was? Nee. Hatte ich aber erst gedacht. Traue dem Spiel böse Sache zu. Gibt's denn sowas? Was hier schön ist. Weggehende Plattform. Nicht meine Lieblinge. Na toll. Achso, die kommen wieder. Denn sind's doch meine Lieblinge. Nee, Spaß. Ey, wollen sie mich abknallen? Dann spielt doch Call of Duty. Ey, diese scheiß Roboter, ne? Die gehen mir richtig auf den Keks. Ey, hier stelle ich mich immer sehr souverän an. Bei Level, wo ich damals keine Probleme hatte, fail ich hier im Let's Play und wo ich zig Jahre verbracht habe, tausendmal Game Over ging, da skill ich mich einfach mal durch. Denn hier hatte ich echt Schwierigkeiten bei. Ich weiß gar nicht warum, so schwer ist nicht. Na gut, der letzte rote Ring, der ist asozial, den werde ich auch nicht holen, deswegen. Wie ich noch alles kenne, ey. Weil das echt so scheiße schwer war. So, wenn man hier... Achso. Also oben habt ihr schon gesehen, das ist auch wieder so eine weggehende Plattform. Wenn man da drankommt und so lange da bleibt, dann ist es das aus. Also da fliegt man dann ins Nichts. Stirbt man vor oben raus. Ja. Nein! Ah, da habt ihr gesehen. Habt ihr gesehen, den roten Ring? Habt ihr ihn gesehen? Jetzt müssen wir, glaube ich, hier hin. Und dann hier hin. Oh, du Assi, ey. Der macht mich richtig platt. Der macht so richtige Psychoterror. Guckt ihn euch an. Guckt in seinen diabolischen Augen, ey. Wie er nur wartet und Sonic aufschlitzen will. Ich glaube, der hat irgendwie da so eine Säge oder was. Und einmal hier mit lang und dann haben wir es auch schon, oder? Hä? What the fuck? Was ist das denn jetzt? Ach so, ich bin wieder zurückgegangen und da war die Schwerkraft halt so geschaltet. Oh no. Ist ja richtig kacke. Moment mal. Passiert denn so? Oh, ich will es gar nicht probieren. Ja, man mach hin. Alter, habt ihr den Ring da unten gesehen? Das ist echt schwer zu kriegen. Oh, jetzt habe ich schon wieder den gleichen Fehler gemacht. Meine Fresse, ich lerne es auch nicht, ne? Jetzt will ich doch den roten Ring haben. Warum auch immer. Nein! Nein. Ich habe mich retten können. Ihr seht schon, was da abgeht, ne? So. Nein! Ich hab's verkackt. Wo bin ich denn jetzt? Auch nicht schlecht. Nein! Oh, ich bin so ein Vollidiot. Okay, kack auf den roten Ring. Wisst ihr jetzt, wieso ich schlechte Erinnerungen an diesen Level hatte? Aber normalerweise bin ich immer rausgeflogen irgendwie. Haben mich diese Dinger rausgeschoben. Im falschen Moment. Das ist jetzt nicht der Fall. Jetzt fail ich so einfach nur. So, roter Ring. Du fühlst dich ganz cool, ne? Du bist echt ganz cool. Oh, die... Geh einfach nicht zurück. Chill dein Leben. Und genieß dein Leben somit. Und jetzt schieben sie mich raus. Passt mal auf. Das wäre so typisch. So, jetzt gehe ich da nicht zurück, ey. Dieser scheiß rote Ring, der kann sich alleine cool fühlen. Gebt dir keine Aufmerksamkeit, Freunde. Schreibt bloß in die Kommentare, roter Ring, du bist cool oder so. Oh Mann. Ja, hier müssen wir uns ganz langsam vorantasten, ihr seht das schon. Ist ein bisschen, naja, Sonic untypisch, dass es so langsam vonstatten geht. Oh, was will man machen, ne? Man kann halt nicht alles haben. Und die Plattform transportiert uns ins Ziel. Also zeitlich sind wir grottig gewesen. Was soll's? Ich bin zufrieden. Durchaus. Boah, Rang den, ey. Ah, der Level ist aber fies. Na gut. Mal gucken, wie der dritte Level ist. Wow.
71 von 180 Ringe. Ich versuche mal 80 Ringe zu kriegen. Im Let's Play wäre schon ganz nett die Zahl. Kommt jetzt dieser lustige Level? Ne, ich glaube, der kommt noch nicht. Ne, das ist ein anderer. Rock'n'Roll! What? Rock! Halleluja! Oh mein Gott, das war ein kurzer Level. Aber ein anspruchsvoller, also ist auch ein interessanter Level durchaus. Ihr hört schon das Ziel, ihr seht schon das Ziel, ihr spürt das Ziel. Da ist es links. Aber da kommen wir noch nicht hin, da sind noch so nervige Blöcke. Entweder diese normalen Blöcke oder die blauen Blöcke. Und das ist auch so der Sinn des Levels. Und es gibt wieder eine Passage mit meiner Lieblingsplattform, natürlich. Düb. Ja, komm. Ah, ja. Ich hab ihn gekriegt, den Ring. Da hatte ich beim privaten Zocken richtige Probleme mit. Genau deswegen. Da muss man so gut abtimen. God damn it. Und jetzt fliege ich hier schon direkt in den Stachel. Natürlich kriegst du für Game Over. Wir gehen auch noch Game Over im Let's Play. Ich kann es euch garantieren. Weil ich echt Probleme habe mit dieser Zone hier. Ist echt so. Komm. Yeah. Warum klappt das da nicht? Mal es mal einen erklären. Warum klappt's nicht? Alter! Alter! Das ist viel zu krass! Ich muss mir da mal was überlegen. Irgendwie muss es doch funktionieren mit dem Timing. Ich hasse diese Plattform. Ich hasse sie einfach nur. Jetzt hier. Keine Ahnung, du. Yes! Es hat geklappt! Lass mich einfach nur hier hin. Wenn wir hier sind, dann können wir diesen Schalter betätigen und jetzt wird es sehr interessant. Wir können uns für einen Wisp aussuchen. Ja, wir können uns für einen Wisp aussuchen. Geiles Deutsch! Wir können uns für einen Wisp entscheiden. Und da ich diesen Wisp bevorzuge, den Cube Wisp, der ist auch anspruchsvoller, nehmen wir den. Der ist insofern anspruchsvoller, weil es auf Zeit ist hier und der Weg an sich auch schwierig ist. Mit Spike hat man halt viele Möglichkeiten. Man überall lang und hier halt nicht. Deswegen ist es der deutlich interessante Wisp hier. Yeah. Was zur Hölle? Ich will jetzt hier nicht sterben an den Robotern. Das muss nicht sein. So, was sagen wir? Ja, hier müssen wir jetzt nur die Blöcke zerstören. Da finden wir noch einen roten Ring und hier ist schon das Ziel. Ja, das war's. Mit dem Spike werde man halt von oben da runterkommen. Also das Level kann man auf zwei Varianten durchspielen. Also das ist ganz nett. Erinnert mich auch schon wieder an Super Mario Galaxy, weil in Super Mario Galaxy gab es ja auch so eine Galaxie, wo man sich einmal für Bean Mario entscheiden musste und einmal für Boo Mario. Könnte man sich auch aussuchen. Nimmst du lieber Boo oder die Biene, um den Level zu lösen. Und hier war es halt Spike oder Cube. Auch von Mario Galaxy ist das schon ein bisschen abgekupfert. Ne? Aber es ist Nintendo, muss man auch sagen. Natürlich arbeitet hier das Sonic-Team dran, aber in Kooperation mit Nintendo. Act 4, Asteroid Coaster. Nach so einem kurzen Act kommt jetzt wieder ein längerer. Freizeit. Keine Ahnung. Oder ist das jetzt dieser geile Act? Ich glaube, das ist dieser Fun-Act. Genau. Ja, das ist jetzt nur ein Racer. Das ist jetzt nur F-Zero. Wir müssen jetzt einfach nur diese Roboter von Eggman hier bashen. Mehr passiert hier nicht. Auf dem Weg liegen manchmal rote Ringe, aber die lasse ich jetzt... rote Ringe sein. Das ist einfach nur die Bashen und das ist der Sinn des Levels, des Acts. Dann kommt auch das Ziel, wenn wir die genug gebasht haben. Mehr ist ja nicht. Sehr simpel, aber es hat doch auch mal was, oder? Hat echt was vor F-Zero. Dass man die aus Gefecht setzen kann und so. Ich bin hier der schnellste Igel der Welt. Mann, die sind trotzdem schneller. Alter. Ich kann hier sogar noch Turbo benutzen und die sind trotzdem schneller. Heftig. Geht man! Ihr seid disqualifiziert! Oh Mann, wie die Maufmucken, ne? Diese schwarzen Käfer da. Oh, jetzt wird's aber brenzlig hier. Ich hätte schon mal ganz gerne wieder einen Ring. Nur mal so eine Randnotiz. Ich hätte ganz gerne einen Ring. Hallo? Leute! Ich hätte ganz gerne einen Ring. Sprich Chinesisch. Ich hätte mal ganz gerne einen Ring, sagte ich. Gib mir doch einen einzigen Ring, wenigstens einen. Das ist doch nicht so schwer, oder? Einen einzigen Ring. Hallo, ich möchte ganz gerne Ring. Ring gesucht. Ring nicht gefunden. Hat einer einen Ehering für Sonic? Will einer seine Ehe loswerden? Sonic braucht ganz schnell Ring.
Er leiht ihn sich auch nur aus, wenn es sein muss. Aber er braucht ihn jetzt, ganz schnell. Ja, und immer um den Saturn rum, ne? Ja, dass Sonic da nicht schwindelig bei wird, ist auch schon so eine Sache. Ja, ist jetzt ein bisschen monoton, ne, die ganzen Gegner hier bashen. Es gibt auch keine Checkpoints, wenn ich jetzt hier sterben sollte, dann haben wir ein kleines Problem, weil wir dann nochmal alles machen müssen. Habe ich mal sogar keinen Bock drauf, obwohl es natürlich cool ist. Aber ich weiß, wie ihr mich dann wieder zuhaten werdet. Boah, zeigst du nur das gleiche voll Label-Level, ey. Was willst du machen, ne? Der gehört auch dazu. Boah, Mann, wie es mir auf den Sack geht. Das ist so ein Adrenalin, ne? Könnt mich jederzeit ownen. Geh mal an. Du auch. Nein, mach doch keinen Scheiß. Ach, Moment mal. Ich hab da was Lames gesehen. Da war ein Schalter. Wahrscheinlich geht's nur dann weiter. Da habt ihr dann gesehen. Das heißt, ich muss auf der äußersten Spur. Oh mein Gott, die habe ich ja erst gar nicht gesehen. Und hier gibt's sogar Ringe. Yeah. Und hier ist das Ziel. Yes. Puh, Adrenalin. War der Highway to Hell, ich sag's euch. Na komm hier. Wenigstens Leben. Yeah, wenn ich mein Leben brauche, dann kriegst du nicht, ne? Hier. Das ist auch so typisch. Oh, eine Zwischensequenz. What is this place? Whoa. This is where he converts them into the strange negative aliens with the freaky energy. Oh, there you are. I thought I lost you for a second. Did you find anything interesting? Look at all of them. He's captured thousands of aliens. Don't worry. We'll get them out. Sonic, I haven't seen Yakker for a while. You'll have to excuse me, buddy. I have a generator to shut down. Gnadenlos und brutal. Aber Eggman ist es scheißegal. Hauptsache er kriegt seine Pläne umgesetzt hier. So macht er einfach die ganzen Wisps da rein in die Maschine und den werden sie zu diesen Neger-Wisps. So negativ geladene Wisps, diese Lilan. Ihr wisst schon. Gut, ich denke, einen Akt, den schaffen wir noch. Egg 5 Asteroid Coaster. Weiß jetzt gar nicht, was da auf uns wartet. Mal schauen, erstmal Freefall, Geronimo. Aber es war auch wieder ein kurzer Level, ich weiß es aber nicht mehr. Ich weiß es nicht, vermute nur. Oh, ich hasse diese Dinger, die nehmen so die Geschwindigkeit raus. Das flüssige Spiel nehmen die raus. Es ist doch auch nicht schwer, die richtig zu platzieren, oder? Im Ernst. Ich bin nicht so der Fan von diesen Dingern. Aber naja, wer sie mag, der soll sie mögen. Dem lasse ich den Spaß auch. Wie soll man denn da oben hinkommen? Jetzt mal im Ernst. Oh mein Gott! Keine Ahnung, du. Ja. Ach, vergessen was. Einfach nur den Neger-Wisp nehmen und hier alles aufessen. Om nom nom. Yeah! Da wird er satt, der Gute, ey. So schmeckt ihm das. Moment mal. Ich will nochmal den Neger-Wisp nehmen. Denn ich glaube, da war noch ein roter Ring versteckt. Hier nehme ich. Seht ihr? Das wusste ich nicht noch. Habe ich ewig hinterher gesucht. Und da war der ganz lame in diesem Block drin. Hier war auch ein roter Ring. Soweit ich mich erinnern kann. Nee? Okay. Dann war es an einer anderen Stelle. An einer ähnlichen Stelle. Auf jeden Fall in so einer Lücke. Da war irgendwo ein roter Ring. Naja. Was ist das denn jetzt? Oh, das war glaube ich gar nicht so einfach. Was ist denn da oben? Oh, hier ist auch ein roter Ring. Okay. Einen haben wir schon. Achso, das war der, wo ich sagte, wie kommt man denn da hin? Den haben wir verpasst. Wehe, der Roboter schießt. Was soll ich denn machen? Ich muss das betätigen. Chill. Boah, kann der mal chillen? Ja, tut er doch. Was habe ich eigentlich? Mega Wisp und guten Appetit. Bon Appetit, Monsieur. Alles wegessen hier. Boah. Gab auch ein extra Leben, warum auch immer. Vielleicht war da eins versteckt. Ah, das ist jetzt ein bisschen tricky. Oder komme ich da so hin? Yeah, Mann. Doch wo ist jetzt das Ziel? Ach, das ist hier unten? Lol. Das war ja richtig leichtes Level.
verhältnismäßig. Rang S! Im Ernst? So souverän war es jetzt aber auch nicht, oder? Was meint ihr? Lol. Ja, einfach mal 4 Leben dazugekriegt, ne? Warum nicht? Dann sollen wir wieder 10. So will ich das sehen. Wir haben 10, so will ich das sehen. Schön da rein. Akt 6, was meint ihr? Let's go! Mein Boss im nächsten Part. Und vielleicht auch schon danach Eggman. Wer weiß. Was mache ich? Bin voll dran gekommen. Das ist ein Coaster-Level. Hier wird viel mit den Coaster gearbeitet. Gibt es auch tausende von Wegen. Kann man manchmal mit dem Coaster weiterfahren, manchmal nicht. Gibt es wirklich sehr viele Varianten, wie man das hier spielen kann. Ich gehe einfach mal auf den nächsten Coaster und wieder auf den nächsten. Und in die Ringe rein und wieder in den nächsten. Ja, geil, ey. Wer hat sich diese Achterbahn ausgedacht? Schön konstruiert, ey. Geil gemacht. Einmal um den Saturn. Oh, viel weiter. Nur Schrauben gibt es in dieser Achterbahn nicht. Fahrt ihr auch so gerne Achterbahn wie ich? Also, ich liebe es hier. Hab mich nur in holländischen Freizeitpark Walibi World nicht in einen reingetraut, weil die gingen bis ihre Wolken. Irgendwann hört der Spaß auch auf, habe ich mir gedacht. Aber ich glaube, heutzutage würde ich mich da reintrauen. War halt schon ein bisschen her, ne? So 4 Jahre war das ungefähr. Ja, kommt hin. Vor 4 Jahren war ich in diesem Freizeitpark. War das schon wieder so lange her, ne? Aber naja. Ach ja. Ich hätte echt wieder Bock im Freizeitpark, ne? Naja, was willst du machen, ne? Oh, eine kleine Wasserpassage ist ja auch nett gemacht. Einfach mal so, es ist nicht die Wasserwelt, aber es gibt hier eine Wasserpassage. Shit, jetzt komme ich da nicht mehr rein, weil da oben war noch ein roter Ring gewesen. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber ich kann da nichts mehr dran ändern. Was? Den kenne ich doch aus Sonic 2. War ein richtig nerviger Gegner. Den gab es auf jeden Fall in Sonic 2. Da seht ihr. Ihr wisst ja, wo es den roten Ring gibt. Ja, und was ist das jetzt hier für ein Shit? Wie lang soll es gehen? Wenn ich oben angekommen bin, ist Sonic schon ertrunken oder was? Nee. Hier, kriegen wir Luft. Und gleich wieder rein. Nase zuhalten und der Spaß geht weiter. So, wir können uns nur am Boden in den Nega-Wisp verwandeln. Deswegen machen wir das jetzt hier am Boden. So. Und schon wieder geht der Spaß los hier. Seht ihr? In die Luft geht's nicht. Ja, alles mitnehmen hier. Alles mitnehmen. Muss gefüttert werden. Kriegt halt nicht immer Pedigree von mir. Oh, was war das für ein mieser Leck? Sorry. Fraps hat mal wieder rumgestresst. Ich hoffe, jetzt laggt die Aufnahme nicht oder wird asynchron. Gibt's alles. Oh yeah. Warum soll ich alles zerstören, ne, wenn man einfach drüber fliegen kann? Episch. Ah, das war auch eine geile Passage hier oben. Muss man echt gut balancieren, denn da kann man an der Seite runterfliegen. Deswegen muss man echt sehr vorsichtig hier sein. Oh, jetzt muss er erst hier chillen, oder was? So hoch kann er denn nicht springen. Und Trampolin-Action! Durch die Maschinenfabrikwelt, was auch immer. Ah, hier. Den habe ich auch damals vergessen. Da rechnet halt keiner mit, dass er irgendwo in Luft so roter Ring rumfliegt, ne? Ah, geil gemacht, ey. Ah, hier gab es so eine Art Mini-Boss. Da! Ich wusste es doch. Also, das ist so eine Art Mini-Boss. Den kann man... den muss man immer am Auge erwischen. Aber der hat halt so eine Barriere da um sich rum. Das ist halt gut geschützt. Deswegen ist es nicht ganz einfach, den immer hier zu treffen. Oh, das ist so schwer. Hier verliere ich immer viel Leben. Ich weiß nicht, ob es da einen Trick gibt. Ich krieg den nicht hin. Da, ich krieg's nicht hin. Ich kann's nicht. Jetzt habe ich auch keine Ringe mehr. Kann ja nicht jetzt gleich nach Hause gehen. Yeah! Aber das Problem ist der letzte Treffer. Weil jetzt geht er nochmal richtig ab. Ja! Aber ich hab's gepackt! Luck for the win! Und die Explosion des Minibosses macht uns diesen Weg frei! Und hier ist lediglich das Ziel! War das der letzte reguläre Level des Spiels? Man weiß es nicht. Naja. Auf jeden Fall gibt's im nächsten Part den Boss.
denke, wir haben genug geschafft. Ich schau trotzdem mal auf die Zeit. Ist eigentlich schon lang genug, aber wisst ihr was? Mir ist so scheißegal. Ich will jetzt den Boss hier ownen und dann können wir nicht im nächsten Part direkt Eggman bashen. You know, I don't like what you're doing to my friends in there. It's messed up. So I'm gonna mess you up. Yeah, that's right. I'm stretching. You got a problem with that? I want to be able to fully enjoy taking you apart without some pulled muscle slowing me down. Okay, now I'm ready. Of course, if you want to run away, please feel free. There's no shame in it. Well, maybe a little shame. You guys don't talk much, do you? Fair enough. Don't say I didn't warn you. Ist immer so geil, wie Sonic immer mit den Endbossen spricht, ey. Obwohl die gar nichts sagen können, das sind ja nur Maschinen, ne? Boss, Asteroid Coaster, das ist so ein Knochenzeppelin-Schiff. Knochenzeppelin-Schiff, ja. Wird da super ausgedrückt. Aber was willst du machen, ne? Gleiches Prinzip. Also, eigentlich ist der Boss genauso wie der von der Starlight Carnival so. Hat halt ein paar Kanonen mehr, aber ansonsten ist doch nichts anderes. Deswegen finde ich das einfach nur beschissen. Bei Sonic Hall, dass so viele Bosse immer recycelt werden. Das ist wirklich ein großer Kritikpunkt daran. Kann man nicht anders sagen. Und er benutzt ein Portal und kommt jetzt auf der rechten Seite raus. Ja gut, hier wird mit Asteroiden gearbeitet. Noch zwischendurch, aber es ist wirklich nicht schwer. Jetzt kommt die übliche Passage hier mit den Kanonen. Wäre jetzt auch nicht so schwer, oder? Doch, ist es. Ist ja unfair. Was sollte ich denn da machen? Hallo? Hast du ein paar Ringe? Ich hätte schon ganz gerne Ringe. Ja, natürlich. Oder kommen die jetzt gar nicht auf die Stage? Ne, scheinbar nicht. Übrigens, zu erwähnen ist, dass hier diese Plattform natürlich auch an eine Starlight Carnival Zone angelegt ist, weil solche Plattformen tauchten einfach mal aus dem Nichts auf. Da hat man sich dann drauf bewegt. Oh no! Aber ich habe mich gerettet. Im Sprung. Direkt die Kanone anvisiert. Ist sie jetzt außer Gefecht gesetzt? Scheint so. Gut, was hat er jetzt vor? Diese Masche, die der Boss auch in der Starlight Carnival Zone verwendet hat. Kein Problem, ist ein alter Hut für Sonic. Da kennt er sich aus. Muss schon andere Sachen benutzen, um einen Sonic the Hedgehog zu besiegen. Na nein, MG, das kannst du ja auch abschminken, ey. Schon wieder was abgeflogen. Also der hat echt viel mehr Teile, die man zerstören muss. Ist nicht ganz so einfach. Was soll ich denn mit Rocket? Hallo? Was soll ich denn mit Rocket? Bam! Der hat gesessen. Im Ernst? Soll ich ihn jetzt machen? Ah, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wenn er wieder über mir ist. Kann ich mit Rocket so richtig ownen. Oh nee, ey. Jetzt habe ich mich hier echt treffen lassen. Genau, hier. Rocket! Und bohr dich rein! Yeah, so will ich das sehen. Nice! Und das hat ihm den Rest gegeben. Also Rocket hat hier echt gerockt. Rocket hat gerockt, wie episch, ey. Oh mein Gott. Ohne Rocket hätten wir wahrscheinlich jetzt verkackt, weil dieser Move echt fies ist. Und wir hatten keine Ringe mehr. Geheiligt sei die Rakete. Sonst habe ich es immer gehatet, aber jetzt... Jetzt hat sie mal das Gegenteil bewiesen. Jetzt hat sie mal gezeigt, dass sie doch nützlich sein kann. Und zwei Leben für Eggman. Und der letzte Generator ist abgeschaltet. Sein Plan am Ende. Aber trotzdem muss er natürlich auch besiegt werden. Let's go to an amusement park or something. All right, but one that's, you know, less evil than this one. So, are all the aliens getting free? Looks like it. Once the power went off, the locks vanished. I hope Yakker's okay. I think you'll be fine. You don't think the weapon you were shot with still works? Not without power flowing to it. I think we're all good. That's what I like to hear.
tractor beam is gone. The planets are free. Was there ever any doubt? I mean, really? Great job, buddy. With all the generators destroyed, we can blow this joint and head home. We did it, dude. We? I don't remember you fighting off any insane robots. True. Well, good job to you on inventing a translator that allowed us to speak to the aliens and figure out exactly what we needed to do so we weren't running around the park looking like idiots. Oh no, wait. That was me. Good point. Either way, we can get out of this crazy place and go home. Looks like the aliens are happy to be going home, too. I think we're in the middle of a party. The middle? We are the party. I think we're their guests of honor. Totally. Damit ist Terminal Velocity freigespielt. Hier gibt es noch ein paar schwierige Level zu lösen und natürlich Eggman, der noch auf uns wartet. Der soll natürlich auch noch besiegt werden. Und dann haben wir es eigentlich schon, das Spiel. Ist natürlich noch die Sonic Simulator Level und ich weiß nicht, wie ich das mit der Egg Shuttle mache, ob ich es überhaupt mache. Schreibt mir mal in die Kommis, was ihr haltet von der Egg Shuttle, weil Egg Shuttle, da spielt man halt alle Level nochmal. Und ja, hintereinander weg und es geht auf Zeit und so, aber ist im Grunde genommen nochmal das gleiche. Ich wollte es erst machen, aber hab mir gedacht, es ist ziemlich schwierig, weil ich habe ja hier schon jetzt ziemlich lange für gebraucht. Und das wär ein 3-Stunden-Part, das Egg Shuttle. Es wird sich erstens keinem angucken und zweitens ist sowieso das gleiche und drittens, wie soll ich das hochladen und rendern? Also irgendwie lasse ich es, glaube ich, doch weg. Deswegen, ja, Egg Shuttle machen wir wahrscheinlich dann doch nicht. Schade, aber es ist so. Und ich werde euch natürlich noch Super Sonic zeigen, der gehört natürlich auch dazu. Und ja. Aber im nächsten Part werden wir jetzt mit so richtig Eggman 1 auf den Mütze hauen. Seid dabei und ja. Daumen hoch, falls euch dieser Part gefallen hat, falls ihr das Video gerne favorisiert, ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal im finalen Eggman-Fight, der richtig episch ist. Unbedingt einschalten, das ist einer der besten Bosskämpfe von allen Videospiel-Franchises oder wie auch immer. Von allen Videospiel-Enden ist es einer der geilsten Bosskämpfe. Ich finde es einfach nur geil inszeniert, wie das gemacht wurde. Das ist schon echt super. Nicht verpassen, falls ihr es noch nicht kennt. Ich liebe diesen Bosskampf. Fast so geil wie in Paper Mario 2. Na gut, das ist das Gesamtpackage, was halt gute Atmosphäre macht. Hier ist einfach nur geil inszeniert. Aber naja, seht's jetzt im nächsten Part. Ich wünsche euch noch was. Haut rein und danke fürs Anschauen. Bis dann im epischen Finale gegen Eggman.